Das Regio TV Plus ist für euch jetzt in Brattelen. Wir sind bei Mike Keller in der Biopower-Anlage. Und für alle die, die nicht wissen, was denn hier gemacht wird, vielleicht zuallererst schnell eine kleine Einleitung. Mike, wie funktioniert das hier? Was die hier produzieren? Woher kommt es? Wohin geht es? Wir bekommen hier in Brattelen Greengut aus den Gärten, wir bekommen Rüst- und Speisabfälle, Privathaushalt, aber auch Gewerbe und Industrie sowie Produktionsreste. Aus diesem Material machen wir auf der einen Seite einen Nährstoff in Form von Kompost und Flüssigdünger, der wieder in die Natur zurückgeht. Und auf der anderen Seite gewinnen wir bei diesem Verfahren hier Biogas. Jetzt hast du gesagt, das kommt aus dem Haushalt, es wird gesammelt. Was für ein Potenzial liegt denn da dahinter? Wir können ja nicht noch mehr Abfall produzieren. Wie soll das funktionieren für die Zukunft? Weil die Nachfrage ist ja da, auch für neue Anlagen. Es geht nicht darum, dass du und ich, die heute schon, nehme ich an, sehr gewissenhaft in der Rennen, noch mehr Abfall zusammentragen, denn es darf nie der Fall sein, dass man extra Abfall herholt oder sogar irgendeine Idee spinnt, nur damit man Biogas daraus machen kann. Aber das Potenzial in den Haushalten ist gross, denn es gibt sehr viele Haushalte, die vielleicht nur einen Teilbereich sammeln. Es gibt solche, die das gar nicht nutzen. Und dort sehen wir einfach, dort ist noch etwas drin. Nehmen wir die Stadt Basel. Die Stadt Basel schaut regelmässig in die Kehrichtsack rein. Dort weiss man, dass etwa 40 Gewichtsprozent im Kehrichtsack biogene Abfälle sind. Aus diesem Grund ist die Stadt Basel auch motiviert, eine Getrennsammlung einzuführen, so dass man das Potenzial nutzen kann. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei diesem Potenzial. Was bedeutet das für die Zukunft? Ich meine, kannst jetzt du eigentlich flächendeckend überall so eine Biopower-Anlage anstellen und die laufen dann und können weiter produzieren? Geht das überhaupt auf? Am Ende des Tages ist es immer maßgebend, dass man eine Anlage auslasten kann. Und ich weiss aus dem, was wir heute greifbar haben, dass wir in den nächsten paar Jahren mindestens noch zwei zusätzliche Anlagen realisieren können. Und das nur mit dem Material aus dem Haushalt und aus dem Gewerbe. Dann haben wir ein zusätzliches Potenzial und das sind die Landwirtschaftsbetriebe, die Viehhaltung haben. Also das heisst, wenn wir mit Güllen und Mist ebenfalls in so ein Verfahren hineingehen, dann können wir zusätzliche Energie gewinnen und da haben wir bei uns in der Region doch noch ein Rechtspotenzial. Jetzt haben wir am Anfang gesagt, wir wollen nicht mehr Abfall produzieren, aber vielleicht noch für die Menschen in der Region einen kleinen Tipp, was man trotzdem dazu kann beisteuern kann und wie das hier bei euch auch ein bisschen besser ankommt. Die Grundvoraussetzung ist, dass die Gemeinde die entsprechende Getrennsammlung anbietet. Und es braucht für die Lieferung hierhin auch die Spielregeln, was darf ich in der Bioabfall tun, was nicht. Ich kann nicht nur das, was im Garten abgeräumt wird, sondern auch in der Küche sehr viele Sachen auf die Schiene tun. Rüst, wie auch Speisabfälle kann ich rein tun. Ich kann aber auch verdorbene Nahrungsmittel, ich kann faule Sachen rein tun. Ich kann aber auch Sachen rein tun, die in einem Pelt drin sind. Dort ist einfach wichtig, wir müssen trennen. Das heisst, ich kann nicht eine Schachtel oder eine Dose reinfallen, sondern ich mache bei der Schachtel auf, ich muss den Inhalt rein tun und die Dose in die andere Sammlung. Und genau dort denke ich eben, dort liegt so ein bisschen Differenzierung zwischen den Haushalten. Die einen die sagen, das ist für mich selbstverständlich, ich finde das eine gute Sache, das ist mein persönlicher Beitrag. Und es gibt andere, die sagen, hey, also jetzt reicht es. Also wenn ich jetzt hier so eine Päckchen mit Reis habe, also das gehe ich jetzt nicht noch auseinandernehmen, sondern das tue ich in die Kehricht. Und ich denke einfach, vielleicht ist es jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen bewusst worden, mit Sachen, die für uns eigentlich gar nicht schwierig sind, da ist noch
eine Möglichkeit, einen persönlichen Beitrag zu leisten für etwas Gutes. Und es geht nicht nur um die Energieversorgung, sondern es geht letztlich auch um unsere Umwelt und damit um die Nachhaltigkeit.